Die Euphorie war groß nach den Aussagen auf der letzten Pressekonferenz von Jerome Powell, als er davon sprach, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Die Märkte hatten das Thema Inflation eigentlich beerdigt und heute kamen Zahlen, die nicht deutlich über der Erwartung waren, aber eben über der Erwartung waren. Und wir haben es jetzt das erste Mal seit Februar 2023 gesehen, dass sowohl die Headline CPI wie auch die Kernrate der Inflation höher war als erwartet. Wie gesagt, das erste Mal seit fast einem Jahr. Und jetzt ist die Frage, wann kann die Fed die Zinsen senken? Schon im März oder wird das deutlich später passieren? Hat Paul ein bisschen sich zu weit aus dem Fenster gelehnt vielleicht, weil er einen Anruf von Janet Yellen bekam, die sagte, Mensch, wir haben doch so viele Schulden, das wird schwer mit so hohen Zinsen und außerdem will doch der Joe die Wahlen gewinnen. Da musst du doch Verständnis haben, du willst doch nicht, dass der Donald wiederkommt, der hat dich ja nicht gut behandelt. Das ist natürlich reine Spekulation, aber eins ist klar, es geht wahrscheinlich nicht so schnell mit der Inflation nach unten, wie die Märkte und vielleicht auch Jerome Powell gedacht haben. Schauen wir uns die Dinge mal ein bisschen an. Zunächst mal hier die Daten CPI 03 statt 02, also Headline-Zahlen. Und dann zum Vorjahresmonat 3,4 statt 3,2, also ziemlich deutlich drüber. Kernrate in der Jahresrate 3,9 statt 3,8% zum Vormonat, wie erwartet 0,3%. Und hier sehen wir das nochmal. Also da ist jetzt von eher, und man könnte eher sagen, von einer Stabilisierung auf höherem Niveau bei der Headline CPI. Aber vielleicht war es wirklich ein bisschen voreilig von Jerome Powell zu sagen, wir haben indirekt zu sagen, wir haben die Inflation besiegt, deswegen können wir die Zinsen senken. Und wir sehen das besonders hier bei der Kernrate in der Jahresrate. Das ist der untere Chart. Da kam ja die Kernrate zum Vorjahresmonat bei 3,9%. Faktisch war sie aber 3,93, hat also nicht viel gefehlt. Und wir hätten eine 4 wieder vor dem Komma gehabt. Also wir sehen, das Thema ist scheinbar noch nicht ganz erledigt und in vielen Basisdingen des Lebens sehen wir hier, die sind wirklich sehr teuer geworden in einem Jahr. Car Insurance, alles was mit Autos zu tun hat, Transport zu tun hat, Rent 6,5%, Homeowners Equivalent Rent 6,3%, Hospital Services 5,5% und so weiter und so fort. Also vielleicht ist diese Inflation doch ein bisschen stickier, ein bisschen klebriger, als man sich gedacht hat. Und wenn man jetzt mal die einzelnen Kategorien anschaut, davon gibt es 18 Unterteilungen der Inflation, dann sind 14 positiv gewesen. Das heißt, dort sind die Preise zum Vormonat weiter gestiegen. Nur 4 waren negativ. Das waren vor allem hier Natural Gas, also Erdgas und Fuel Oil, also Treibstoff im weitesten Sinne. Ansonsten ist so ziemlich alles wieder gestiegen, vor allem Elektrizität, Airline Fare, also Flugtickets, Nahrungsmittel, Hospital Services und so weiter und so fort. Und wir sehen vor allem diese Inflation im Services-Sektor. Da sehen wir eine weitere Beschleunigung der Inflation und vor allem die Energiedeflation und die Güterdeflation, die hat sich verlangsamt, beziehungsweise da ist nichts mehr deflationär, noch nicht inflationär wieder, aber Güter waren ja das, was die Inflation nach unten gebracht hat, vor allem während Dienstleistungen immer ja Inflationstreiber war. Dienstleistungen ist weiter Inflationstreiber, aber die Güter fallen jetzt als Inflationsbremser in gewisser Weise weg. Und besonders problematisch für die Fed ist eben auch die sogenannte Supercore, die von Jerome Powell immer wieder ins Feld geführt wurde, also die Kernrate des der Dienstleistungsinflation ohne den Bereich Shelter, also Mieten und so weiter. Hier sehen wir, dass die jetzt um 0,4% zum Vormonat gestiegen ist und zum Vorjahresmonat jetzt auf 4,09% gestiegen ist. Das ist durchaus etwas, was der Fed nicht gefallen dürfte und es ist vielleicht eben auch eine Folge des Fehlers, wenn man es so bezeichnen will, von Jerome Powell. Zumindest ist es aus geldpolitischer Sicht wahrscheinlich ein Fehler gewesen, weil seine Aussage, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen, wahrscheinlich politisch motiviert war. Ich hatte vorhin schon Janet Yellen hier erwähnt, aber hier sehen wir, wir hatten ja jetzt die größte Lockerung der Finanzkonditionen in der Geschichte.
die wir jemals gesehen haben. Und die Minutes der Fed, also das Protokoll der Fed, die kürzlich ja veröffentlicht worden waren, da haben viele Mitglieder der Fed gesagt, also eine zu starke Lockerung der Finanzkonditionen könnte unseren Kampf gegen die Inflation deutlich erschweren. Genau das ist passiert. Und da sich die Financial Conditions so stark gelockert haben, dürfte eben hier noch weitere Inflation in der Pipeline sein, zumal eben die Latte jetzt niedriger liegt, was die Vorjahreswerte betrifft, weil Ende bzw. vor einem Jahr die Inflation oder in diesem Zeitraum dann immer weiter nach unten kam. Aber jetzt sehen wir eine Stabilisierung, wenn man so will. Die letzte Meile wird sehr, sehr schwierig und wie die Michigan-Umfrage unter Konsumenten auch zeigt, die Inflationserwartungen der Amerikaner gehen jetzt wieder nach oben. Ein Faktor, warum dem so war, das muss erwähnt werden, sind die Gebrauchtwagen, also gebrauchte Autos. Hier hatte eigentlich der Mannheim-Index für Gebrauchtwagen nach unten gezeigt mit minus 1,1%. Allerdings hier bei der CPI war das eher ein Inflationstreiber, nicht viel, aber das hat schon einen Unterschied gemacht. Die Commerzbank, die hier die Daten analysiert, sagt also, man erwartet, dass die Zinsen nicht schon im März sinken werden, sondern wahrscheinlich erst im Juni. Und das ist ja dann doch noch ein halbes Jahr hin. Hier sehen wir mal die März-Wahrscheinlichkeit, dass im Januar die Zinsen unverändert bleiben, das gilt als sicher. Aber hier im März immer noch eine Wahrscheinlichkeit so von 65%, dass die Zinsen sinken. Aber immerhin jetzt doch eine gestiegene Wahrscheinlichkeit von etwa 25% auf 33%, dass die Zinsen unverändert bleiben bei der März-Sitzung. Und die Fed hat in Gestalt von Loretta Mester diese Ansicht bestätigt. Sie sagte nämlich, es sei wahrscheinlich zu früh schon im März die Zinsen zu senken, zumal wir auch heute neben den US-Verbraucherpreisen, also den Inflationsdaten, die Erstanträge und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen haben, beide wieder besser. Der Arbeitsmarkt bleibt zumindest nach diesen Statistiken weiter relativ robust. Und in Sachen Inflation könnte jetzt eben diese Geschichte im Roten Meer sich noch weiter aufspulen und diese Inflationstendenzen verstärken. Heute hat der Iran ein von den USA beschlagnahmtes iranisches Schiff, das also beschlagnahmt wurde, weil es Öl aus dem Iran transportierte. Das geht gegen die Vorstellung der Amerikaner. Daraufhin haben die das beschlagnahmt. Daraufhin haben Militärangehörige des Iran hier dieses Schiff gekapert und zurück nach Iran transportiert. Der Chef von Möller-Maersk, der warnte, dass diese ganze Geschichte im Roten Meer noch Monate dauern könnte. Und da ist ein ganzer Rattenschwanz an Kosten, der damit verbunden ist. Nicht nur die Containerpreise, sondern Waren müssen länger geliefert werden, gelagert werden. Dann kommt noch dazu natürlich die längere Strecke, mehr Verbrauche von Diesel, Schiffsdiesel. Dann sind weniger Schiffe zur Verfügung, weil die eben länger brauchen, wenn sie ums Kap der guten Hoffnung fahren. Die Versicherungspreise steigen und so weiter und so fort. Das wird auf Dauer nicht zu finanzieren sein. Ich wiederhole mich da. Und das Interessante ist, dass jetzt zum Beispiel chinesische Schiffe dann Signale aussenden und sagen, wir sind Chinesen, bitte nicht angreifen. Die fahren nämlich weiter durchs Rote Meer teilweise und versuchen den Houthis zu signalisieren, naja, wir sind ja keine Amerikaner oder keine Israelis, die ja vorwiegend im Fokus, oder keine Engländer, die ja vorwiegend im Fokus der Houthis sind. Also die Chinesen sagen, naja, wir sind Chinesen, gell, bitte schön, braucht uns nicht angreifen, gell, weil wir sind ja auch gegen die Amerikaner, versteht's, wie ich meine. Also hier, jetzt mal nochmal hier kurz die Inflationsdaten, wie sie erwartet waren. Wir waren also höher, kann man sagen. Und die Marktreaktion ist moderat negativ, allerdings negativer bei den Small Caps, also Russell 2000 minus 1,88. Die anderen Indizes auch im Minus, aber nicht so stark. Goldman Sachs hatte ja vorwiegend in Sachen Core CPI hier seine Erwartungen formuliert. Mal sehen, wie es jetzt ausgeht. Was wir sehen, ist aber sehr, sehr viel Rot, kaum Grün heute. Der Energiesektor ist teilweise grün. Und wir haben Tesla unter Druck, warum gleich mehr? Wir sehen eine Apple wieder fallen, auch eine Microsoft, die zunächst im Plus war. Microsoft hatte kurzfristig Apple als
marktschwerste Aktie der Welt überholen können. Und die Stimmung der Investoren in den USA, der Privatinvestoren, nach wie vor ziemlich euphorisch. Fast 50% sind bullish, weniger als ein Viertel sind bärisch. Und auch die Positionierung der Vermögensverwalter NAAIM ist wieder gestiegen von 70 auf 80. Also man hat sich da wieder rein investiert im Gefolge der steigenden Kurse nach dem schwachen Jahresauftakt. Und einer der Bremser heute ist die Tesla-Aktie. Erster Grund, Elon Musk hat gesagt, oder Tesla hat gesagt, wir werden alle Löhne der US-Arbeiter erhöhen. Das wiederum frisst in die ohnehin schon immer schlechter werdenden Margen von Tesla. Das ist das eine. Und das zweite sind Aussagen von Hertz, dass man etwa über ein Drittel seiner Teslas aus der Fahrzeugflotte verkaufen wird, schlichtweg, weil die Kosten zu hoch sind dafür für Hertz. Das wiederum wird bedeuten, dass die ohnehin im freien Fall befindlichen Preise für Tesla-Gebrauchtwagen noch weiter fallen, weil mehr Angebot auf den Markt kommt. Und Hertz war ja so ein Pionier in Sachen, Mensch, wir wollen auch Elektrofahrzeuge vor allem von Tesla haben. Da hat man dann eine gewisse Sogwirkung entfacht. Und jetzt stellt sich raus, dass man vielleicht eine Sogwirkung in die andere Richtung entfachen wird und die Zukunft der Tesla Elektroautos ein bisschen schwieriger wird. Die Magnificent Seven, von denen JP Morgan sagt, der Tod dieser Magnificent Seven ist eine große Übertreibung. Hier sehen wir aber langsam auf dem Weg vielleicht, dass wir nur noch Magnificent Five haben. Denn schwach bleiben Apple und eben auch Tesla. Das sind momentan die beiden Aktien aus dem Magnificent Seven, die deutlich underperformen, die deutlich schlechter laufen. Heute war ja dann auch der erste Handelstag nach der Genehmigung der Bitcoin-ETFs. Bitcoin heute dann zwischenzeitlich auf 49.000 Dollar gestiegen, dann allerdings jetzt heute Abend wieder auf 46.000 Dollar gefallen. Kommen wir noch nach Germania. Hier jetzt neue Meldungen über Pläne von Habecks Wirtschaftsministerium. Man hat nämlich festgestellt, dass offenkundig diese Backup-Strategie nicht funktioniert. Man wollte ja mit Gaskraftwerken die ganze Geschichte so gestalten, dass dann der Kohleausstieg bis 2030 möglich ist. Aber man sieht eben, dass man sehr abhängig ist von den USA dann in Sachen LNG, ohnehin die schmutzigste Energieform, die derzeit auf diesem Planeten rumrennt. Und der wird jetzt wahrscheinlich verstärkt doch wieder auf Kohle setzen müssen. Das ist natürlich extrem CO2-freundlich, könnte man sagen. Also eine geniale Idee, die allerdings wahrscheinlich gar nicht mal unvernünftig ist, weil LNG ist extrem teuer. Man wird immer abhängiger von den Amerikanern. Und die Grünen und Habeck haben ja gesagt, Mensch, Wärmepumpen, das ist doch der Heilige Gral, und wer jetzt noch Gasheizungen sich einbaut, der wird massive Kosten haben, aber das werden jetzt auch die Wärmepumpenbesitzer wohl haben, denn laut einer Pressemitteilung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen plant E.ON jetzt für Heizstrom, Wärmepumpen laufen ja mit Strom, zum 1. Februar fast zu verdoppeln. Ja, das ist dann auch eine leichte Inflation, könnte man sagen. Also wir sehen diejenigen, die Wärmepumpen einbauen und damit Energie oder damit umweltfreundlich sein wollen, die müssen jetzt auch den Preis dafür bezahlen. Und wir zahlen ohnehin wirtschaftlich den Preis für die grüne Wende, die wir hier absolvieren. Und hier schauen wir mal den CO2-Ausstoß, die Veränderung des CO2-Ausstoßes an zwischen 1950 und 2000. Und dann sehen wir, dass Europa natürlich sehr, sehr viel CO2 emittiert hat, die USA auch, aber zwischen 2000 und 2022 sind die CO2-Emissionen in Europa 26% rückläufig, in USA auch 16% rückläufig, in Indien dagegen 189% gestiegen. Da wird man ja Kohle weiter nach oben fahren, und in China nur 213% gestiegen, Tendenz weiter steigend. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit gesündigt, in Anführungszeichen, werden jetzt aber immer sauberer sozusagen. Aber was hilft's, wenn die anderen immer schmutziger werden? Dem Klima ist es wurscht, ob das CO2 in Peking oder in Berlin emittiert wird.
Die Gesamtbilanz zählte, das müsste man vielleicht dem Roberto Moller ein bisschen sagen. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Aktienmärkte fallen nach Daten zur US-Inflation. Wie reagiert die Wall Street? Da einige Einschätzungen von Wall Street-Bankern. Interessanterweise ist das jetzt, was bedeutet das für die Zinsfrage in Sachen Fed und wie die Houthi-Angriffe all die treffen? Maersk hat ja gewarnt, hier nochmal eine Art Überblick über das, was da eigentlich ein Rattenschwanz an Folgekosten entstehen, die dann an die Konsumenten und an die Firmen weitergegeben werden, wodurch dann Inflation entsteht. Also diese beiden Artikel möchte ich empfehlen und sage Ihnen Servus und Ciao.